Hallo meine Lieben, ich nehme euch heute mal wieder mit, denn was soll man aktuell anderes machen, als daheim zu bleiben? Ich werde mich jetzt nicht so groß zu dem Corona-Thema äußern, nur dass ich alle drücke, die aktuell auch leiden oder wo jemand krank geworden ist oder die sich finanziell Sorgen machen. Auch in meinem engsten Umfeld gibt es viele, die leider wirtschaftlich gerade sehr, sehr angeschlagen sind. Ich bin selbst auch betroffen. Zum Beispiel wurden Workshops abgesagt, die ich gehalten hätte und die ich ja auch finanziell eingeplant habe. Oder auch bei Shape Your Back ist der Umsatz rückgängig. Also ja, fühlt euch alle gedrückt, wir schaffen das und ich muss sagen, dass ich die letzten Tage auch etwas bedrückt war, denn es hat mich wirklich enttäuscht zu sehen, wie viele Leute nicht in der Lage waren, einfach mal daheim zu bleiben und sich stattdessen zum Grillen oder sonst was im Park getroffen haben, nur weil gutes Wetter war. Aber da will ich jetzt nicht weiter drüber reden, denn ich finde, man hört genug von dem Thema und ich denke, ihr seid alle informiert. Deswegen lieber zu schöneren Themen oder anderen Sachen. Genau, nämlich habe ich die letzten Tage tatsächlich auch nicht ganz so auf meinen Körper gehört, was Essen angeht. Ich habe sehr viel Süßigkeiten gegessen, auch wenn ich gar keinen Hunger habe. Ich habe quasi 24 Stunden gegessen, wirklich 3-4 Tage lang am Stück war ich irgendwie total raus und habe dann irgendwann gedacht so, nee, also jetzt seit gestern sage ich mir, hey, ich habe gerade null Hunger. Warum esse ich gerade schon den 5. Mohrenkopf? Das ist super unnötig. Und wie gesagt, seit gestern bin ich da wieder so ein bisschen, dass ich auf meinen Körper höre und habe gemerkt, dass ich echt raus war. Und genau, das werde ich heute auch wieder so machen. Deswegen dachte ich, wäre es vielleicht ganz interessant für euch. Außerdem möchte ich euch erzählen, was für ein Wimpernserum ich die ganze Zeit benutzt habe, denn ich bin super zufrieden mit den Effekten. Jetzt habe ich natürlich Wimperntusche drauf, aber ich kann euch, also unten natürlich nicht, aber ich kann euch sagen, auch mit Wimperntusche sahen meine Wimpern vor, wie lange ist das jetzt her, 12 Wochen nicht so aus. Aber dazu später mehr. Genau, also wird es wieder Rezepte geben und ja, so mein Tag, was mache ich jetzt aktuell so? Klar, arbeiten, aber das werde ich jetzt nicht filmen, aber was ich halt so in meiner Freizeit jetzt mache, ja. Mal schauen. Und genau, noch was ganz anderes, nämlich habe ich seit vorgestern meinen Bachelor. Ja, die Noten sind alle raus. Ich könnte nicht glücklicher sein. Und auch meine Bachelornote ist auch rausgekommen. Und da ich euch ja so ein bisschen mitgenommen habe in dem ganzen Prozess, als ich geschrieben habe, was für ein Thema ich hatte, dachte ich, fändet ihr es vielleicht auch ganz interessant, was am Ende da jetzt rausgekommen ist. Aber dazu später mehr. Jetzt mache ich erstmal Tee und mach nochmal, ich glaube, eine Zitrone in Wasser, so ein bisschen was anderes. Ich hatte nämlich auch die letzten Tage so viel Cola Vanilla getrunken, so viel. Wir haben wirklich zu zweit jeden Tag 1 Liter Cola getrunken und das finde ich schon viel, das muss nicht sein. Eigentlich hatte ich mir das ja mal komplett abgewöhnt, aber ich meine, ich habe auch gar kein Thema damit, mal eine Cola oder so zu trinken, aber ich finde, das muss jetzt nicht sein, jeden Tag 1 Liter zu trinken, also zu zweit, also 1/2 Liter. Finde ich, muss jetzt nicht sein. Oder wir wollen das halt nicht. Oder ich möchte das halt nicht. Deswegen gibt es jetzt keine Cola mehr und keine Softgetränke mehr. Und dementsprechend, ja, mache ich jetzt Tee und Zitronenwasser. Selbe Position, leider ohne Frühstück, denn unsere Spülmaschine läuft gerade und seit Fabian natürlich auch daheim ist, gibt es einen Mangel an Schüsseln, scheinbar. Oder wir haben einfach zu wenig Schüsseln. Deswegen, falls ihr was im Hintergrund hört, ist das übrigens unsere Spülmaschine. Genau, ich will jetzt ein bisschen über die Wimpernseren reden. Seren, ja. Ich habe nämlich 2 Stück benutzt, nämlich einmal Rizinusöl für 8,99 €. Habe ich mir übrigens vorab, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, ich habe beide Produkte selbst gekauft, selbst ausgesucht. Das ist keine Kooperation, ich bekomme kein Geld dafür. Ich habe das alles selbst bezahlt und wollte jetzt einfach mal meine Empfehlung aussprechen, weil ich denke, dass das vielleicht für viele andere auch relevant ist. Genau, das andere ist Revitalash, obwohl ich davon direkt abraten möchte, denn ich hatte ja das gerade eben schon bei Instagram gepostet, meine Review, und da hat mir ein Mädchen geschrieben, was für Inhaltsstoffe Revitalash hat und woher meine Nebenwirkungen kommen. Nämlich hatte ich auch eine Nebenwirkung und das ist scheinbar hauptsächlich durch das Revitalash passiert. Ich hatte nämlich extreme Augenringe, seitdem ich das benutze, oder deutlich stärkere, sodass es auch Fabian aufgefallen ist. Und deswegen vorab sage ich direkt, kauft das bitte nicht. Das Rizinusöl hingegen ist unbedenklich. Und deutlich günstiger, kostet nur 1/5 von dem. Deswegen werde ich jetzt trotzdem natürlich meine Review machen. Genau, fange ich mal an. Ich nehme das jetzt insgesamt 12 Wochen. Ich habe nach 4 Wochen zum ersten Mal auf dem unteren Wimpernkranz was festgestellt. Aktuell habe ich nur oben Wimperntusche drauf. Und ich kann euch sagen, ich hatte davor unten nichts.
Also quasi gar nichts. Und da war ich schon echt begeistert. Nach 4 Wochen hatte ich echt einen langen Wimpern am Unterkranz. Und nach ungefähr 8, 9 Wochen habe ich zum ersten Mal oben was festgestellt. Jetzt habe ich ja Wimperndusche drauf. Und ich muss aber auch sagen, dass ich den Unterschied eher mit Wimperndusche sehe. Ich werde euch trotzdem mal das Vorher-Nachher-Bild ungetuscht einblenden. Aber für mich ist der Unterschied mit Wimperndusche schon enorm. Ich habe auch die ganze Zeit dieselbe Wimperndusche benutzt, so eine Drogerie-Wimperndusche, kann ich euch auch mal verlinken. Also so ein, ich weiß gar nicht, ob es Maybelline, ich weiß es nicht, muss ich vielleicht nochmal gucken, ich kenne mich da ja nicht so aus. Auf jeden Fall hat die so 6, 7 € gekostet. Nach 8 Wochen habe ich dann auch komplett aufgehört, das Revita Lash zu nehmen. Nicht, weil ich da von den Nicht-Nebenwirkungen von den Inhaltsstoffen wusste, sondern einfach, weil ich ausprobieren wollte, was ein Produkt kann, was nur ein Fünftel davon kostet. Und ich habe das Gefühl, dass meine Wimpern seitdem sogar noch dichter geworden sind und irgendwie auch ein bisschen schwarzer. Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Aber gerade wenn sie komplett ungetuscht sind und komplett abgeschminkt, habe ich das Gefühl, dass sie schwarzer sind, seit ich das nur noch benutze. Wie gesagt, kann auch ein Irrglaube sein, aber ja. Wie gesagt, was ist mein Fazit? Gebt nicht so viel Geld aus. Das kostet 8,99 €. Da ist auch ein Applikator direkt dabei. Ich habe das jeden Morgen oder jeden Abend, also einmal am Tag, aufgetragen. Und ich denke, nach so 8, 9 Wochen kann man da auf jeden Fall Ergebnisse erzielen. Das heißt, man muss ein bisschen geduldig sein. Und ich bin so froh, keine Wimpern-Extensions mehr zu haben, um ehrlich zu sein. Klar, es ist toll und sieht auch schön aus, aber mir gefällt der natürliche Look viel, viel mehr. Ich bin super zufrieden damit, wie meine Wimpern jetzt getuscht aussehen. Und fühle mich auch echt ein bisschen wohler, weil ich hatte ja schon manchmal so einen Barbie-Look. Und das ist halt nicht mehr mein Look. Und ja, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte nicht mehr ganz so tussig aussehen. Ich bin ja schon blond, da hat man ja eh schon manchmal ein paar Vorurteile. Kommen wir zu dem Thema, was ich jetzt eigentlich den ganzen Tag so mache. Also erstmal lese ich auf jeden Fall ganz viel. Das Buch lese ich gerade und noch ein anderes. Nee, sogar zwei andere auf dem Kindle. Ich lese ja immer parallel, wie ihr wisst. Und der hat auch das Buch geschrieben, The Subtle Art of... Das Buch fand ich extrem gut. Das hier finde ich ganz in Ordnung. Ich finde es gut, man kann es nett lesen. Es sind ein paar interessante Fakten dabei, ein paar interessante Studien werden von ihm vorgestellt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie revolutionierend wäre oder ja, irgendwelche grundlegenden Veränderungen in meinem Leben hervorrufen würde. Also das sehe ich jetzt da nicht unbedingt, aber macht ja nichts, ist trotzdem ganz nett. Also ich lese viel, ich arbeite für Shape Your Bag natürlich weiter. Und was ich tatsächlich auch echt lernen musste, weil ich ja wie gesagt vom Lernen quasi ins Nichts gegangen bin oder nichts zu tun haben, einfach mal sich selbst erlauben, faul zu sein. Das hört sich jetzt für viele komisch an und natürlich habe ich auch davor gerne mal eine Serie geschaut oder so, aber jetzt habe ich ja wirklich Zeit und ich möchte auch die Zeit jetzt wirklich mal nutzen und mir selbst erlauben, Blödsinn zu machen. Vielleicht wisst ihr ein bisschen, was ich meine. Irgendwie ein Computerspiel spielen oder den ganzen Tag nur Serie schauen, auf der Couch rumliegen und einfach mal zu lernen, zu entspannen, weil mir ist es schon schwer gefallen hat, bis ich alle Noten hatte. Und auf jeden Fall, ja, ist mir das echt ein bisschen schwer gefallen, am Anfang so abzuschalten. Und erst als die Noten da waren, konnte ich das jetzt so wirklich. Das war ja erst vorgestern, dementsprechend war ich die ganze Zeit schon angespannt und eben auch noch natürlich wegen Corona. Und ja, nee, aber ich probiere wirklich so ein bisschen auch Blödsinn zu machen, so das zu genießen, auch mal faul zu sein, weil ich finde, das ist auch oft was, was bei Instagram ja immer so ein bisschen vorgelebt so wird. So, ja, Hustle und arbeiten 24/7 und wenn man nicht jeden Tag irgendwie 20 Stunden arbeitet, dann ist es ja, kann man keinen Erfolg haben und so. Und ich finde, das ist wirklich die falsche Herangehensweise, denn man muss auch einfach mal lernen, abzuschalten. Man muss auch mal lernen, einfach zu entspannen und faul zu sein. Deswegen meditiere ich ja auch immer mal wieder gerne. Das hilft mir da nämlich auch sehr. Und ja, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich noch so ein paar Seiten lesen, vielleicht so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann spiele ich, glaube ich, auch ein bisschen was auf der PlayStation. Und das finde ich total okay, denn man muss nicht jeden Tag 300% geben. Und ich habe zum Beispiel heute auch schon geputzt, Wäsche gemacht. Und ja, das ist halt so. Man muss auch einfach mal sich freuen, dass man mal nichts zu tun hat. Denn es wird auch wieder andere Zeiten geben, in denen ich wahrscheinlich wieder 10 Stunden lerne oder sowas oder arbeite und oder 12 Stunden arbeite und lerne. Und dementsprechend, ja, probiere ich das jetzt einfach zu genießen, das Beste aus der Situation zu machen, weil was sollen wir anderes machen? Es ist halt einfach eine
Piepwort, wie sagt man so schön, nicht, dass mein Video am Ende gestrichen wird wegen dem Wort, eine Situation, die für alle echt hart ist. Und da finde ich, ist es manchmal doch echt schön, wenn man ein bisschen Ablenkung hat, auch wenn es irgendwas Stumpfsinniges ist oder Trash-TV oder sonst irgendwas, und damit dann so ein bisschen auf andere Gedanken kommt, als wenn man dann irgendwie sich denkt, ja, nee, ich muss immer irgendwie Sachen machen, die mich weiterbringen oder die super produktiv sind. Nee, man darf auch mal runterkommen, man darf auch mal irgendeinen Blödsinn machen, man darf ein Spiel spielen, das eigentlich für Kinder ist, und da darf Kinder Filme schauen den ganzen Tag. Ihr wisst ja, dass ich da so ein bisschen so animierte Filme ganz, ganz toll finde. Ich muss doch mal wieder einen Shrek-Marathon machen. Also Shrek ist ja definitiv eins meiner, oder die Shrek-Teile sind definitiv meine Favoritenfilme. Und How to Train Your Dragon muss ich auch mal wieder schauen. Und Harry Potter eigentlich auch mal wieder. Also ja, deswegen, ich finde, das ist auch wichtig, und das auch mal so zu sagen. Man muss nicht immer 200% jeden Tag geben. Man darf sich auch mal erlauben, einfach zu entspannen und nichts zu machen oder es zu genießen. Und muss dann kein schlechtes Gewissen haben, finde ich. Und glaubt auch nicht das, was die anderen Leute bei Instagram immer sagen, die ja bossmäßig unterwegs sind. Das meiste ist hier und sich gut darstellen. Und die sind wahrscheinlich am Ende des Tages meistens nicht so produktiv wie viele von euch. Übrigens Sims für 9,99 € runtergeladen. Ich muss sagen, wenn es nicht ganz so günstig gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht runtergeladen. Aber so dachte ich mir, komm, für 10 €, ein paar Stunden Ablenkung ist echt schön. So, Fabian und ich waren gerade draußen, saßen ein bisschen auf dem Balkon, und deswegen bin ich vielleicht auch hier ein bisschen rot. Obwohl ich Sonnenschutz drauf habe, reagiere ich da immer sehr schnell. Ich wollte aber zum intuitiven Essen was sagen, denn ich habe ja vorhin mitbekommen, dass es keine Schüsseln gab. Und als ich dann eben Hunger hatte, habe ich ein Knäckebrot mit Butterkäse gegessen. Und das war's. Und jetzt ist inzwischen 12 Uhr ungefähr, 12.15 Uhr. Und ich habe keinen Hunger mehr bekommen seitdem, und deswegen werde ich jetzt auch nichts essen. Obwohl ja eigentlich jetzt schon lange Mittagszeit rum ist und ich ja eigentlich auch ein deutlich größeres Frühstück normalerweise habe als halt ein Knäckebrot. Aber genau das ist das, was für mich bei intuitivem Essen halt wichtig ist. Ich vertraue meinem Körper, und wenn ich wieder ein Hungergefühl habe, dann esse ich auch was. Und deswegen warte ich jetzt einfach, bis ich Hunger bekomme. Wie gesagt, das wird ganz bestimmt demnächst passieren. Und dann esse ich wahrscheinlich erstmal meine Haferflocken und mache mir dann erst irgendwann heute Nachmittag sowas zu Mittag, wenn halt mein richtiges Hungergefühl da ist. Wie angekündigt, habe ich Hunger bekommen und habe mir jetzt aber trotz allem, obwohl ja schon 1 Uhr ist inzwischen, oder nee, 1:15, 1:30 so rum, habe ich mir trotzdem nochmal diesen Brei gemacht mit Leinsamen. Das ist ein bisschen eine größere Portion, sieht man jetzt aber gerade nicht. So. Jetzt sieht man es, ja. Ich habe extra ein bisschen mehr gemacht, weil ich schon guten Hunger jetzt doch bekommen habe. Und genau so funktioniert bei mir intuitives Essen. Und das werde ich heute Abend wieder aufbauen, denn Fabian und ich spielen in letzter Zeit immer jeden Abend Schach. Gestern habe ich die erste Runde gewonnen und die zweite Runde verloren. Also mal schauen, wie es heute weitergeht. Es ist Snackzeit und ich habe was so, so, so Cooles geschickt bekommen, nämlich den Baked Cookie in Salted Caramel. Den wollte ich schon seit Ewigkeiten probieren. Und ganz neu die Oat Bakes. Fabian hat schon einen davon gerade gegessen. Leider hat er so schnell gegessen, dass ich es nicht filmen konnte. Aber er findet die auf jeden Fall mega. Und 19 Gramm Proteine, 14 Gramm Protein. Und ich muss sagen, ich esse oder gönne mir gerade den Cookie. Und vegan natürlich. Und der hat auch so eine richtig geile Konsistenz, finde ich. Sorry für die vulgären Ausdrücke, aber ja. Also ich finde die Konsistenz mega, so richtig chewy, wisst ihr, was ich meine? Ich bin am Überlegen, den mir jetzt vielleicht noch ein bisschen warm zu machen. Aber ja, schmeckt richtig, richtig gut. Also solltet ihr bestellen wollen, euch ausstatten wollen, dann kann ich euch die beiden Produkte sehr empfehlen. Ich glaube, da gibt es auch noch mehr Geschmackssorten, Richtungen. Die will ich auf jeden Fall auch noch probieren. Auch wenn der Cookie mich schon gesättigt hat, esse ich jetzt noch einen von den Protein Reese's oder wie man das nennen soll. Ich verlinke euch alles, aber ich habe gerade eben mit meiner Kontaktperson bei MyProtein geredet und ihr werdet am Sonntag einen Rabatt bekommen. Ich schreibe alles in die Infobox. Der Code ist BeckyMYP, also von MyProtein abgekürzt. Und ich werde 2 Pakete an euch rausschicken, weil es ist so viel und ich bin der Meinung, es gibt viele Leute, die sich bestimmt auch freuen, wenn sie gut ausgestattet sind, jetzt gerade in der aktuellen blöden Zeit. Und deswegen werde ich 2 Pakete fertig machen mit all den neuen Sachen, also auch den Peanut Butter Cups, den Bake Oats. Hier sind auch noch 6-Layer-Riegel drin, Protein-Brownies werde ich alles fertig machen und die dann ungefähr gleich verteilen. Und dann bekommt das auch schon jemand. Und alles, was ihr tun müsst, ist einfach nur einen Daumen hoch geben und bei dem Video kommentieren, Hashtag Pony Gewinnspiel.
Das war's und dann seid ihr im Lostopf und dann werde ich nächste Woche in dem nächsten Video das auslosen. Carb Crusher Vegan sind auch dabei. Die KitKat Breaks, wenn ihr es natürlich nicht abwarten könnt oder euch die Wahrscheinlichkeit zu gering ist zu gewinnen, dann könnt ihr natürlich, wie gesagt, auch schon mit dem Code bestellen und da auch richtig viel Geld sparen. Genau, also der gilt dann, wenn ihr das Video seht. Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Wie man an meiner Nase erkennen kann, habe ich scheinbar Sonnenbrand. Obwohl ich eigentlich nur 15 Minuten draußen war und 50er Sonnencreme hatte. Aber die Mittagshitze, die Mittagssonne ist halt aggressiv. So, ziemlich gemein von mir. Ich habe euch ja jetzt noch gar nicht meine Bachelorarbeitsnote gesagt und das werde ich jetzt nachholen. Tatsächlich ist es bei uns in der Regel so, dass man nach ungefähr 6 Wochen die Note erfährt. Manche nach 2, manche nach 3 und so weiter. Und meine Betreuerin hatte mich auch schon extra gefragt, ob sie mir sich ein bisschen Zeit lassen kann. War natürlich für mich kein Thema. Und dann weiß ich noch, am Mittwoch in der 6. Woche, beziehungsweise am letzten Tag der 6. Woche, war ich dann alle 5 Minuten aktualisiert und es kam einfach nichts. 2 Tage später habe ich dann meine Betreuerin mal angerufen und hat sich herausgestellt, dass es noch ein bisschen länger gedauert hat. So habe ich dann nach 8 Wochen meine Note erfahren, was ja gar nicht schlimm ist, gerade in der aktuellen Situation. Und genau, ich wollte eigentlich ja erst so meine Reaktion filmen, das wäre, glaube ich, echt cool geworden. Aber ich habe meine Note dann am Telefon erstmal erfahren, bevor es dann aktualisiert worden ist im System. Dementsprechend, ja, gibt es leider kein Reaktionsvideo. Aber ich habe mich sehr gefreut, obwohl ich tatsächlich jemand bin, der sich eher so innerlich freut. Also ich bin niemand, der dann so ausflippt oder so. Das heißt, so spannend wäre das Reaktionsvideo wahrscheinlich gar nicht gewesen. Aber ich bin tatsächlich eher so ein bisschen, ja, ich freue mich immer sehr, aber halt meistens eher innerlich und flippe da nicht aus. Genau, ich habe tatsächlich eine 1,0 in der Bachelorarbeit. Das freut mich sehr. Und ja, ist echt schön zu sehen, dass sich das so gelohnt hat. Und ich habe tatsächlich auch keine Korrektur, niemanden mehr Korrektur lesen lassen. Also außer Fabian, der auch nur ein paar Seiten gelesen hat, hat niemand sonst die Arbeit korrigiert oder durchgelesen, außer eben mir selbst. Das hat sich irgendwie nicht ergeben und ich dachte mir dann, okay, mein Englisch ist sehr gut, ich habe ja Grammarly auch benutzt. Das wird reichen jetzt auf dem Niveau oder auf dem Bachelorarbeitsniveau und scheinbar hat es auch gereicht. Und ja, freue ich mich natürlich sehr, ist natürlich echt der Hammer und bin auch sehr, sehr zufrieden mit meinem Bachelorschnitt jetzt natürlich. Und ja, jetzt kann es weitergehen, wahrscheinlich ja erst Ende April, mit dem Master. Achso, vielleicht habe ich das jetzt, glaube ich, noch gar nicht erzählt, aber ich werde meinen Master auch in Management machen, weil ich möchte breit aufgestellt sein und Finance Accounting ist zwar auch interessant, aber Management, damit bin ich dann schon ein bisschen weiter aufgestellt. Und als Schwerpunkt werde ich wahrscheinlich Wirtschaftsinformatik nehmen oder digitale Transformation wird da auch noch als Vertiefung angeboten. Da muss ich jetzt mal halt einfach schauen, wie die Fächer mir so liegen und wie die Fächer mir so gefallen. Und da werde ich euch dann auf jeden Fall wahrscheinlich dann Ende April, Mai davon erzählen. Drücken wir mal die Daumen, dass die Uni überhaupt wieder pünktlich losgehen kann oder dass die Unis die Möglichkeiten haben, das irgendwie online darzustellen. Ich bin sehr gespannt, wie das alles jetzt ausgeht in den nächsten Wochen. Man weiß es ja nicht. Und jetzt machen wir uns gleich fertig. Fabian ist auch gleich fertig mit dem Arbeiten und gehen ein bisschen spazieren. Ich denke, heute wollen wir sogar ein bisschen eine längere Runde gehen. Und da freue ich mich jetzt schon richtig drauf, denn ich saß ja den ganzen Tag jetzt auch daheim und zu zweit spazieren gehen darf man ja und da ist auch eh niemand in der Gegend. Dementsprechend freue ich mich da jetzt richtig. Dripping lights, paint the skies, only you. So, wir machen zwar gleich Abendessen, der Ofen heizt schon vor, aber ich esse jetzt noch einen Morgenkopf. Es ist der letzte. Naja, wir müssen auf jeden Fall morgen eigentlich einkaufen gehen, deswegen werdet ihr auch gleich, jetzt ist der Ofen vorgeheizt, sehen, was es heute Abend gibt. Resteverwertung, aber ja, ziemlich leckere Resteverwertung. Also Fabian hat gemotzt, weil das beides ja überhaupt nicht zusammenpasst, aber wir braten gleich Schupfnudeln an. Dazu gibt es dann Apfelmus und im Ofen ist auch schon der Ofenkäse und dazu gibt es dann Brot. Es ist jetzt nicht mal unbedingt irgendwie ja, ein zusammenpassendes Essen und auch kein Rezept. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich da jetzt nichts für euch hatte. Aber ich werde eh jetzt ja mehr Vlogs drehen oder vielleicht auch mal ein komplettes Rezept oder Meal Prep Video. Dementsprechend, ja, tut mir das sehr leid. Aber ja, das gibt's heute Abend. Und da freue ich mich schon drauf, weil ich liebe Schupfnudeln, süße Schupfnudeln vor allem.
Ach, das ist so lecker. So, gleich geht's los. Ich habe schon aufgebaut. Ich spiele mit Schwarz. Drückt mir die Daumen, dass ich heute vielleicht sogar zweimal gewinne. Ich mache mich jetzt bettfertig. Koala-Schlafanzug ist schon am Start. Ich schmink mich noch ab, putze mir die Zähne, wasche mir das Gesicht und dann geht's schlafen. Ich habe übrigens beim Schach verloren. War nicht keine ganz Glanzleistung von mir. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und es war ein bisschen interessant und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.